In der alten Sowjetunion, in Nazi-Deutschland und im maoistischen China war es nicht die Hauptaufgabe der Polizei, Verbrechen zu bekämpfen. In totalitären Regierungen sind die Polizei Erfüllungsgehilfen der Politiker oder Kommissare, wie sie in Russland genannt wurden. Es ist deren Aufgabe, die Bevölkerung auszuspionieren und deren Meinungsäußerungen zu unterdrücken. Sobald ein Klima der Angst erzeugt wurde, beginnt die Bevölkerung, sich selbst zu zensieren und sich zurückzuziehen. Sobald die Menschen genügend eingeschüchtert wurden, damit sie sich vom Schlachtfeld der intellektuellen Auseinandersetzung fernhalten, haben die Tyrannen freie Bahn, um die Unterdrückung und die Plünderung der hilflosen Leibeigenen auszuweiten. Der durchschnittliche Mann und die durchschnittliche Frau befinden sich in einer Trance. Sie kommen von der Arbeit nach Hause, sie sprechen nicht einmal mit ihren Kindern, sie schalten den Fernseher ein und sie lassen die Konzernbotschaften ihr Leben bestimmen. Wenn wir eine Revolution gegen diese Architekten der Gesellschaft und gegen die wissenschaftliche Diktatur wollen, müssen wir zu grundlegenden Dingen zurückkehren. Grillfeste veranstalten, unsere Nachbarn kennenlernen, unsere Ehemänner und Ehefrauen lieben, Zeit mit unseren Kindern verbringen und zu echter menschlicher Kultur zurückfinden. Diese falsche Konzernkultur wurde unserem alltäglichen Leben übergestülpt. Die Bevölkerung befindet sich im wahrsten Sinne des Wortes in einer Trance. Wir müssen sie irgendwie erreichen und sie aus dieser Trance herausholen. Und während die Globalisten unseren Lebensstandard zerstören und einen Polizeistaat errichten, beginnen viele Leute aufzuwachen und zu begreifen, dass, was sie ihr ganzes Leben lang erzählt bekamen, eine Lüge war. Es ist von größter Bedeutung, dass wir, das Volk, unsere Mitbürger in Amerika, unsere Mitmenschen erreichen und ihnen die Wahrheit zeigen. Aber die wissenschaftliche Diktatur benötigt mehr als nur eine Geheimpolizei, um ihren Plan auszuführen. In jeder Gesellschaftsschicht wurden Bürger als Informanten rekrutiert, um ihre Augen und Ohren offen zu halten gegenüber allem, was ihre Nachbarn und Arbeitskollegen tun und sagen. Über 50.000 Führungsleute im Privatsektor wurden von FEMA angeheuert, um unter dem InfraGuard-Programm heimlich als FBI-Hilfsinformanten zu dienen. Es dienen nun über 75.000 Priester in den kirchlichen Reaktionsteams der FEMA-Behörde. Interne FEMA-Dokumente enthüllen, dass die Mehrheit von Amerikas Priestern nun als Agenten der Schattenregierung dient. Es wird ihnen sogar vorgegeben, was sie wie zu predigen haben. They are even instructed on how and what to preach. And as KSLA News 12 Jeff Farrell discovered, the clergy would help the government with potentially their biggest problem, us. From my cold, dead hands. Charlton Heston's famous declaration captures a truly American value, the overarching desire to protect our freedoms. But gun confiscation is exactly what happened during the state of emergency following Hurricane Katrina in New Orleans. U.S. troops also arrived, something far easier to do even now thanks to last year's elimination of the 1878 Posse Comitatus Act that forbid U.S. troops from policing on American soil. If martial law were enacted here at home, public fears and quelling dissent would be critical. And that's exactly what the clergy response team, as it's called, helped accomplish in New Orleans. Jeff, the primary thing that we say to anybody is let's cooperate and get this thing over with, and then we'll settle the differences once the crisis is over. Such clergy response teams would walk a tightrope between the needs of the government versus the wishes of the public. In a lot of cases, these clergy would already be known in the neighborhoods in which they're helping to defuse that situation. For the clergy, one of the biggest tools that they will have in helping calm the public down or obey the law is the Bible itself, specifically Romans, Romans 13. Because the government is established by the Lord, you know, and that's what we believe in the Christian faith. That's what's stated in the scripture. Sie bereiten ihre Herde vor wie Schafe auf dem Weg zur Schlachtbank, auf die Beschlagnahmung von Schusswaffen, auf Zwangsimpfungen. Und sie werden den Leuten erzählen, dass es ein Segen wäre, wenn deren Familien auseinandergerissen und in FEMA-Lager gesteckt werden. Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen. Adolf Hitler prahlte, dass das mächtigste Werkzeug, das die Nazis in Deutschland verwendet hatten, um die Bürger zu kontrollieren, die unterwürfige Priesterschaft gewesen war. Sein favorisierter Bibelvers war Römer 13, Cäsar, was Cäsar gebührt. Der Schwindel startete als simples Lockangebot.
Die Regierung rekrutierte die Bevölkerung, indem man ihr mitteilte, dass sie im Kampf gegen Al-Qaida gebraucht werde. Aber von Anfang an konzentrierten sich über 90% ihrer Ausbildung und ihrer Operationen auf die Dämonisierung, Überwachung und Schikanierung all jener, die sich der Machtübernahme entgegenstellen. The Department of Homeland Security calling on firefighters to take on a new role in the war on terror. The idea to be the eyes for the U.S. government when they're inside a home. Now, unlike police officers, firefighters don't need a warrant to go into private houses. And critics say that's where things get sticky. Serviceleute vom Kabelfernsehen, Lkw-Fahrer, Haushaltshilfen und hunderte anderer Berufsfelder, die ohne Durchsuchungsbefehle Wohnungen und Geschäftsräume betreten, befinden sich nun auf der Gehaltsliste der Regierung als zivile Informanten. Big Brother macht hier nicht Halt. Kinder werden in den öffentlichen Schulen indoktriniert, damit sie ihre Eltern ausspionieren. You can give information without having to give your name. You guys can get paid for good tips. Up to $200. Die New York Times hatte Programme in öffentlichen Schulen in den Vereinigten Staaten und England gepriesen, bei denen Kindern beigebracht wird, wie sie ihre Eltern denunzieren für Umweltverbrechen wie heiße Bäder oder das Wasser laufen zu lassen, während man sich die Zähne putzt. All das verletzt ihre Zuteilung von Kohlenstoffkontingenten in ihrer CO2-Bilanz. Check it out, check it out. And that's where we come in. We're the carbon cops and we're on the lookout for energy wasters. Our job is to get all Australian households to cut their carbon emissions. So Carbon Cops is a program that looked at energy use in a domestic sense. We went into people's houses and got them to reduce their energy use by 50%. Traurigerweise haben nun die Pfadfinder in Amerika einen Vertrag mit dem Heimatschutzministerium und bilden inzwischen mehr als 20.000 Pfadfinder aus in Terrorbekämpfung und städtischer Kriegsführung. Die Bundesprogramme gehen sehr ins Detail. Die Pfadfinder werden ausgebildet, um Aufspüraktionen durchzuführen gegen verärgerte Veteranen aus den US-Streitkräften. Good evening, everyone. Homeland Security is enlisting some unlikely new recruits to fight terrorism and help with other emergencies. The Girl Scouts. Girl Scouts across the country and here in East Tennessee are now taking part. 9-year-old Elise Murphy has already earned a lot of Girl Scout patches. And now. Und inzwischen wird jedes Mitglied der 3,4 Millionen Pfadfinderinnen Amerikas ausgebildet von der Bundesbehörde für Katastrophenschutz, um den Heimatschutz bei der Terrorbekämpfung und beim Katastrophenschutz zu unterstützen. In disaster and anti-terror operations. One of the things that if you talk to our generals, they are desperate for is a civilian counterpart to our military forces. Everybody somewhere between the ages of 18 and 25 will serve 3 months of basic training and understanding in a kind of civil defense. So is this compulsory then? Well, you have to, in a sense, it's a required of everybody, 18 to 25, 3 months, and at some point at that point you do it. Bürgerarmeen zu schaffen ist abartig, weil man sich junge Leute holt und man deren Bewusstsein leicht formen kann. Und wir haben gesehen, wie sie skandieren und rufen. Und sie werden jedem Führer folgen, ob nun in einem schwarzen Hemd, einem braunen Hemd, einem roten Hemd, was auch immer das Hemd für eine Farbe hat. Eine weitere Abteilung des Heimatschutzes, die Corporation for National and Community Service, erschafft hunderte weitere private uniformierte Jugendgruppen. Das Weiße Haus hat Legislatur vorgeschlagen für die Erschaffung eines verpflichtenden Landesdienstes für alle Amerikaner zwischen 16 und 64 Jahren. 2008 kündigte die nordamerikanische Militärregierung NORTHCOM an, dass sie 4000 reguläre Armeesoldaten in den Vereinigten Staaten stationiert hätten, um auf Bürgerunruhen zu reagieren, weil man wusste, dass ihre ausländischen Bosse die Vereinigten Staaten bis aufs letzte Hemd ausplündern würden. 2009 verlangte das Pentagon Gelder vom Kongress, um 379.000 Soldaten in tausenden Gemeinden in den Vereinigten Staaten zu stationieren. Inzwischen wurde Legislatur im Kongress vorgeschlagen, um das Konzentrationslagersystem der FEMA in den Vereinigten Staaten unter dem National Emergency Centers Act HR 645 auszuweiten. Die Republik hängt am seidenen Faden. Die letzten Überreste unseres freiheitlichen Regierungssystems werden weggefegt.
Sie haben Zeit, um sich Baseball anzusehen. Sie haben Zeit, um sich Football anzusehen. Sie haben Zeit für diese Unterhaltung. Aber ich denke, dass wir als kompetente Bürgerschaft am Verlieren sind und wir Leute dazu bringen müssen, wieder aufmerksam zu sein.